Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen in Folge 105 mit einem Triple zum Film Fisherman's Friend. Und ich kenne persönlich nur die Bonbons, auf denen man so lange rumlutschen kann, bis es wehtut. Aber glücklicherweise gibt es drei Kollegen der Redaktion, die sich noch den Film dazu angeschaut haben. Ob es da Parallelen gibt oder nicht, werden wir rausbekommen, wenn die liebe Eva zusammen mit dem Lasse und der Sandra hier auf den Film genauer eingehen. Die Sandra kennt ihr unter anderem vom Comic-Podcast Drei Frauen and Comics. Sie hat sich jetzt mal zu uns in Reaktion verirrt und wird demnächst hoffentlich häufiger mal aufschlagen hier bei den Filmbesprechungen. Ja, Lasse brauche ich nicht weiter vorstellen. Der gute Mann ist gerade ganz weit draußen, hat kein Internet. So viel kann ich an der Stelle mal verraten, ohne zu viel Privates rauszuballern. Und die liebe Eva, die rundet das Ganze ab. Ja, und da könnt ihr euch jetzt auf eine Besprechung von diesen drei wunderbaren Redakteuren des Telestammtisch freuen. Im Anschluss gibt es dann noch eine Besprechung zum Film Photograph. Photograph hat der liebe Andi sich gegeben, und zwar schon vor einiger Zeit. Da waren die Pressevorführungen gefühlt vor 3-4 Monaten und er hatte einen Singlecast aufgenommen, hat da lustigerweise auch, in seinem Fall muss man da immer noch erwähnen, dass er so Zeichnungen macht. Also immer wenn er in Pressevorführungen war, dann ist er als Illustrator und Comic-Künstler jemand, der dann das irgendwie noch verwertet und ja einfach Illustrationen dazu erstellt. Das hat er bei Photograph auch gemacht und hat diese Illustrationen dann auch verkauft, unter anderem in München beim Comic-Festival. Und hier ist es einfach so, dass das die einzige Zeichnung war, wo das normale Publikum einfach überhaupt nicht wusste, wovon das jetzt sein soll, ja, also wo man das zuzuordnen hat. Also quasi hier ein nettes Gimmick noch am Rand, eine Information, die ich einfach mal so droppe. Ganz cool, ja, also wenn du da versucht, ein Bild zu verticken, wo kein Mensch weiß, was da eigentlich abgebildet ist. Und zu guter Letzt gibt es dann noch ein Doppel zum Film Und wer nimmt den Hund? Das ist offensichtlich eine Beziehungskomödie, die sich hier Eva und Max genauer angeguckt haben. Die Eva ist hier also gleich zweimal in der Aufnahme drin und der liebe Max Rauscher ist ja jemand, den wir kennen aus diversen Besprechungen. Ich habe jetzt die Tage mit ihm auch aufgenommen zu Diego Maradona. Ja, und der unterstützt uns hier ja nun schon seit einiger Zeit, vorne und hinten, links und rechts bei diversen Filmen und wird, glaube ich, ganz fluffig, weil ich vor allem hier an dieser Stelle auch mal die musikalische Untermalung der Besprechung betonen möchte. Bleibt gespannt, was da auf euch zukommt. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und ich freue mich auch drauf, dass ihr uns hoffentlich ganz zeitnah und umfangreich auf diversen Plattformen bewertet. Das könnt ihr tun bei Apple Podcasts, ehemals iTunes, bei podcast.de, bei facebook.de, ich glaube selbst bei Google geht das, kann man uns bewerten. Tut das bitte auch, das tut dem Telestammtisch gut und erhöht die Reichweite. Ob ihr uns gut findet oder schlecht findet, ist dabei erst einmal egal. Ihr dürft uns auf jeden Fall sagen, wie ihr die Filmbesprechung findet, wie ihr generell auch so die Zusammenstellung der Teams findet, die Filme selbst, falls ihr sie schon gesehen habt, auf was ihr euch am meisten freut und vieles weitere. Da sind wir sehr gespannt, von euch zu hören. Jetzt also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen auch von uns beim Telestammtisch. Wir haben uns hier zu dritt eingefunden, um einen neuen Film zu besprechen. Ich bin heute euer Hauptmoderator sozusagen, Lasse Vogt. Und meine beiden Mitkritikerinnen sind einmal die Eva. Hallo. Und einmal die Sandra. Hi. zusammen sprechen wir über den Film Fisherman's Friend. Eva, sag uns doch bitte mal die Eckdaten und die Schauspieler. Jawohl, das ist ein Film aus Großbritannien, der am 8. August 2019 in den Kinos startet und 1 Stunde 52 Minuten dauert. Regisseur ist Chris Foggin und Produzentin James Spring, Drehbuch Mac Leonard und die Hauptdarsteller, nenne ich jetzt mal ein paar, vielleicht kennt der eine oder andere ja welche, James Purfoy, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, aber denkt euch was dazu aus. Daniel Mays, Tuppence Middleton und David Heyman. Ganz genau, wunderbar. Dann sag uns doch mal bitte, Sandra, die grobe Handlung des Films. Ja, ich habe das ja zum Glück hier als Text, deshalb. Also Arbeit stand so gar nicht auf dem Programm, als Danny mit den anderen nach Cornwall fuhr. Vielmehr wollten die Musikmanager in dem abgelegenen Fischerdorf nur ein wenig Spaß haben, anlässlich des Junggesellenabschieds. Stattdessen gab es Ärger und eine ziemliche Überraschung. Der unerwartet gute Auftritt eines Männerchors. Auf Anweisung der anderen soll Danny die Fischer rund um Jim, gespielt von James Purfoy, unter Vertrag nehmen, ohne zu wissen, dass dies alles eigentlich nur ein Scherz sein sollte. Doch schnell wird die Geschichte für ihn zur Herzenssache, vor allem dank Jims Tochter Alvin.
soweit, was wir hier zum Inhalt haben. Jawohl, das ist der Inhalt. Wie der Film ja auch schon sehr, sehr groß in der Titlecard verkündet, basiert dieser Film auf einer wahren Geschichte, von der ich vor der Ankündigung des Films, ich habe irgendwann mal einen Trailer gesehen, nicht wirklich etwas wusste und ich habe ein klein bisschen recherchiert. Das Dorf halt, Port Isaac, das liegt in Cornwall und in den 2000ern wurde es unter anderem als Drehort für die Serie Doc Martin verwendet und ein Produzent des Universal Labels wurde im Urlaub auf den Chor aufmerksam und dann wurde Anfang 2010 diese 10-köpfige Gruppe, deren Mitglieder bereits alle über 50 Jahre alt waren, einen Plattenvertrag angeboten und ein Album mit A Cappella Shanties aufgenommen und es war ziemlich erfolgreich und sie landeten damit in den Top 10 der UK Album Charts und verkauften mehr als 150.000 Exemplare und wurden mit Gold ausgezeichnet und hatten dann noch zahlreiche Auftritte im ganzen Land. Und sogar der Film Queen auch mal, gell? Das muss ich erst kurz einwerfen. Ja, es ist definitiv beeindruckend, aber die Grundhandlung ist sehr, sehr, wie soll man sagen, geradlinig und natürlich auch irgendwie langweilig. Der Großteil des Films ist dann natürlich zugedachte Fiktion nach dieser Art von Doc Hollywood Story im Prinzip. Der City Slicker kommt ins Dorf, verliebt sich in den Charme des Dorfes, bla bla bla, und die Locals wachsen ihm ans Herz. Es ist diese Art von Film. Wie gefiel euch denn jeweils der Film? Jetzt einfach nur mal grob gesagt, bevor wir in die Details gehen. Zuerst oder? Ja, fang ruhig an. Dann fange ich mal an. Ich fand den nett, also schon sehr langsam, deswegen gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man schon mal in England war oder diese Landschaften oder diese Reisen und diese Stimmung auch mag, durchaus sehenswert. Also jetzt ja keine Action oder keine krasse Spannung und schon vorhersehbar, das stimmt. Aber in sich eine ganz stimmige, nette Geschichte. Also nichts Überwältigendes, aber ich fand es schon schön. Mhm. Sandra, wie ist mit dir? Ja, ich fand es auch nett und ich finde, nett ist nicht unbedingt die kleine Schwester von Scheiße, sondern ich meine wirklich nett, ne? Also allerdings, so zwischendrin habe ich ein bisschen die Aufmerksamkeit verloren. Da war es dann doch etwas lame und mir war es dann irgendwie zu kitschig, aber insgesamt hat es mir am Ende recht gut gefallen. Es ist jetzt ja auch spielt ja in Cornwall, aber dass da jetzt so groß Landschaftsdarstellungen waren, wie man das halt von der, wie heißt sie noch? Oh Gott, jetzt fällt es mir nie ein. Diese Kitsch-Roman-Schreiberin, die leider verstorben ist. Rosamunde Pilcher, genau. Wie man das von den Pilcher-Verfilmungen kennt, wenn man da mal versehentlich reingesäbt hat. Es ist halt, ja, hat irgendwie eine schöne Stimmung und gibt auch Gänsehautmomente. Ja, ein bisschen klischee-mäßig auch, ne, mit diesem Stadtmensch, der dann halt aufs Landleben und die Kultur trifft und da dann ganz schnell reinfindet und nach das so für sich entdeckt und dann da immer mehr verwurzelt und im Endeffekt ja dort auch dann eine Freundin kennenlernt und in die Familie reinkommt, mehr oder weniger. Also so ja. Kennt man ja auch. Und Lassi, ja, ging es dir? Ja. Ich würde mich dem nett anschließen, allerdings ist das ein bisschen negativer behaftet. Ich glaube, mir hat der Film nicht ganz so gut gefallen wie euch beiden. Ich fand auch, warum ist dieser Film fast 2 Stunden lang? Ja, das hat schon Längen, ne? Das stimmt, das habe ich schon auch so wahrgenommen, ja. Wirklich, das ist der ultimative 90-Minuten-Film eigentlich. Und dass das dann so künstlich aufgeblasen ist, ist überhaupt nicht brauchbar. Das Ding ist auch, ich war von Anfang an wirklich verstört davon, wie schlecht der Film in dem Sinne ist, eigentlich die Story in Gang zu setzen und diese Figuren vorzustellen. Denn wir lernen die irgendwie kennen, als müssten wir wissen, wer die sind. Und das fühlt sich teilweise an, wie gerade wenn man, gerade in Bezug auf die Label-Record-Producer, die vier Freunde, die dann da hinfahren, du hast das Gefühl, als müsstest du die irgendwie schon kennen aus einem ersten Film, der nie gedreht wurde. Als hätte es einen ersten Teil gegeben, wo du hättest sie nicht gesehen. Hatte ich das Gefühl, ich denke mir, wer genau sind die? Und so weiter, also das Setup ist grob klar, aber diese ganzen Variablen müssen irgendwie erst in den richtigen Platz gebracht werden, damit überhaupt die Story passieren kann. Halt, oh, sie fahren in diese Stadt, Junggesellenabschied, sie werden gerettet, hören zufällig die Sea Shanties von den Fisherman's Friends, wie sich die Band halt selber nennt. Und dann verarschen sie Danny und sagen, ja,
mach mit denen irgendwie einen Label-Deal. Und dann aber ist es für ihn auch eine Herzensangelegenheit, weil er halt ihnen auch ihr Wort gibt. Und das sind halt diese ganz besonderen Menschen, bla bla bla. Aber halt, es ist einfach, die Story ist unnötig kompliziert erzählt, hatte ich leider das Gefühl. Mhm. Ja, ging mir jetzt nicht so. Ich hatte halt, also auch mit diesem, dass es sehr schnell ging mit dieser Band und dass man die kennen soll und diese Begeisterung, das wurde nicht so aufgebaut, wo das jetzt herkommt und was das, was das soll oder in diese Geschichte reinzufinden. Aber die Charaktere, dass man die erstmal beobachtet und dass die halt für sich erstmal die Freundschaft gezeigt wird, das fand ich okay. Aber ja, wie gesagt, dass es dann am Anfang etwas holprig war, bis man in der Geschichte war und sich dann dachte, ja gut, das ist halt für Menschen, die wirklich langsame Filme mögen oder vielleicht auch nicht so oft ins Kino gehen und dann diese ganzen Grundstrukturen nicht so einfach schon gesehen haben. Ja, also ich glaube, es hat echt auch was damit zu tun, wie oft man das schon gesehen hat, sowas. Hast du wunderbar zusammengefasst. Wir sind nicht die Zielgruppe. Das ist ein Film ganz eindeutig für das etwas ältere Kaliber von Publikum, die sich dann sicher fühlen wollen. Welt. Oder auch so ein bisschen Doku-mäßig. Also jemand, der einfach ja, so einen entschleunigten Film haben will und dann auch mal für Szenen sich Zeit lässt gerne, die halt normalerweise nicht so gezeigt werden. Das kann man jetzt ja positiv und negativ auslegen. Ein sehr langsamer Film, der aber auch damit schon wieder das Tempo dieser Gegend halt schon ganz gut eingefangen hat. Wahrscheinlich waren die Regisseure da einfach auch halt so lang, ja, bis man es mittlerweile auch merkt, dass sie dort waren, weil es genau auf der Insel ist. Ich muss euch mal vehement widersprechen, da ich ja den Altersschnitt hier reiße. Also ist nicht unbedingt für älteres Publikum, würde ich nicht sagen. Also ist schon für Leute, das sage ich jetzt hier nicht. Deutlich älter als ihr. Aber davon abgesehen, es ist ein sehr ruhiger Film, ja. Und ich finde auch, das ist auch für ruhiges Publikum und auch bestimmt auch für ältere gut geeignet, aber es können genug so jüngere Leute gucken, die sowas mögen. Also ja, warum nicht? Ja, der das mag. Also jetzt nicht nur die Ältere, aber die halt einfach gern einen ruhigeren Film auch mögen. Ja, ja genau, das sehe ich also auch so. Entschleunigt. Ich bin 37, also ich glaube. Ich bin älter. Gut, ich bin auch jünger, also fast das. Ich bin und ich habe halt auch noch mal über 10 Jahre drüber. Und ich habe überhaupt kein Problem mit Filmen, die eventuell vielleicht auf eine etwas ältere Zielgruppe oder so anziehen, ja. Also noch um einiges älter als wir. Das Ding, zum Beispiel halt ich war ein großer Fan von Best Exotic Marigold Hotel und diesen ganzen anderen sogenannten Grey Pound Films, von denen es einige gab. Dieser hier gehört nicht ganz in diese Masche, obwohl da halt einige ältere Schauspieler mitspielen. Das Ding ist nur, was mich gestört hat, ist, die Fisherman's Friends sind Nebencharaktere in ihrem eigenen Film. Halt, es dreht sich nicht wirklich um sie, sondern es dreht sich um die fiktive Figur von Danny und seine Struggles und seine Entwicklung innerhalb dieser Gemeinschaft. Und das hat mich zutiefst gestört, ehrlich gesagt, weil ich glaube auch das Zielpublikum, gerade auch das lokale Publikum, was sich dann mit dem Appeal dieser Band auskennt. Ich meine, die wurden ja dann zu so einer Art, die hatten ja ihre 15 Minuten Ruhm längere Zeit für in Großbritannien. Die würden natürlich gerne mehr von den Fisherman's Friends sehen. Die Originalmitglieder der Band haben hier und da auch kleine Cameos, habe ich gesehen. Und am Schluss sieht man dann auch die Fotos von der echten Band und so weiter und so fort. Und in der Realität sind 2 von ihnen bei einem Unfall gestorben. Der Film ist ihnen gewidmet. Das habe ich auch gelesen, ja. Also Trevor und Trevor Grillis und der Tourmanager Paul McMullen. Also da und da gibt's hier in gewissem Sinne eine Anspielung halt auf diese Art von tragischem Event. Aber das dennoch, mich hat halt wirklich gestört, dass abgesehen von 4 Mitgliedern ist der Rest der Band sind glorifizierte Komparsen. Halt, du hast einfach nur immer diese bärtigen Männer im Hintergrund stehen und singen. Kaum von denen hat jemals irgendwie eine Zeile oder so. Einfach nur, ja, es waren 10 im Original. Also müssen es natürlich hier auch 10 Leute sein, aber insgesamt haben nur 4 von denen Charakter. Ja, vielleicht wäre es dann auch zu überladen gewesen oder ist dann auch nicht so leicht möglich, jedem eine eigene Geschichte und einen Zugang dann zu verschaffen innerhalb von einer Filmlänge. Ja, aber also, stimmt schon, aber andererseits, ich habe es jetzt nicht so empfunden, dass das ein Manko, also klar hätte ich auch gern mehr über die einzelnen, wenigstens diese 4 dann erfahren oder so, dass man da ein bisschen mehr anbahnt, bandelt. Aber was ich schon ganz tricky finde oder ganz, ganz geschickt eigentlich, dass man das über
die Sichtweise des Neuen, der dazukommt, des Stadtmenschen, also des Produzenten dann oder Musikers, Musikmanagers, genau, das ist das Wort, dass man das über seine Sichtweise dann so reinfindet. Und das finde ich eine ganz gute Strategie, so zu zeigen, durch diese Gegensätze eben erst so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was die Insel und den Charme eigentlich ausmacht. Das fand ich, hat sich ganz gut geeignet da. Ja, also halt die Lokalitäten sind schön. Das wird alles sehr, ich fand, das war sehr schön fotografiert. Klar hätte man die Einzelnen mehr kennenlernen können und das mehr aus deren Perspektive versuchen können zu zeigen, aber so rum fand ich es jetzt ansatzweise schon auch ganz geschickt und gut, eben, dass man eben mit dem Produzenten mitfühlt, der da neu reinkommt und sich alles anschaut. Und man lernt dann quasi durch seine Augen auch die Insel und die Menschen kennen. So. Mhm. Aber es ist schon sehr weich gespült auch, das stimmt. Weil es halt aus seiner Perspektive kam, ne? Das ist ganz nett. Aber ich fand es halt am Anfang echt, da fand ich es ganz lustig. Mal abgesehen davon, ich mag eigentlich keine Junggesellenabschiede, aber das war ganz witzig. Ich dachte irgendwie so ein Cornwall-Hangover oder so, ne? Daran musste ich denken, echt anfangs. Und das Mädchen war halt auch ganz tough. Also ich weiß jetzt zwei verschiedene neue Wörter für Wichser. Ja, genau. Ja, im Englischen, genau. Ja, da war noch ein neues, also das andere kannte ich schon. Kulturübergreifend gebildet. Aber dann ging es halt echt rapide erstmal runter. Ne? Da habe ich auch echt nicht mehr wirklich folgen können, weil das war. Ja, ich mochte die erste Begegnung sehr gern mit den Autos in der Einbahnstraße. Genau, das war eine sehr gute, lustige Szene. Aber ich denke mir auch, die Dannys Freunde sind totale Arschlöcher. Halt, wo ich mir, warum lassen die, gut, ihn zu verarschen mit dem Record-Deal ist eine Sache, aber dass sie ihn dann einfach dort sitzen lassen und ihn dann auch noch zuscheißen mit, jetzt komm gefälligst hierher zurück. Ich denke mir, ihr Wichser, das ist eure Schuld. Halt, ihr habt ihn dort sitzen lassen. Ich denke mir, wie gemein kann man eigentlich sein? Ja, sehr, sehr. Aber es ist Klischee auf die Spitze getrieben, oder? Also, und apropos sein Freund, sein Boss, gespielt von Noel Clark, glaube ich, was auch immer der für einen Akzent benutzt hat, das ist, weil wir haben den im Original gesehen mit deutschen Untertiteln, und dieser Akzent war grauenhaft. Also ich glaube, er hat versucht, einen amerikanischen Akzent aufzusetzen, weil das ist ein britischer Schauspieler, aber das war wirklich einer der schlimmsten Akzente, die ich jemals irgendwo gehört habe. Also vielleicht doch lieber nicht Omo anschauen. Nee, ich meine halt, vielleicht, ich weiß nicht genau, weil ich finde meistens, diese urbritischen Akzente finde ich immer halt total niedlich und sympathisch. Aber in diesem Fall, warum musste diese Figur Amerikaner sein? Halt, spielt das in irgendeiner Form eine Rolle in der Story? Na, ich verstehe das nicht. Ich habe das vielleicht besser den Stadtmensch, und der Stadtmensch ist ja hier eher so der Böse oder derjenige, der sich nicht auskennt und nicht so dieses Feeling für das nette Landleben hat, wo man so Gemeinschaftsgefühl hat. Deswegen schemäßig, ja. Aber dann castet ein Amerikaner. Oder warum? Ich verstehe es einfach nicht. Also ich habe das noch nicht mal verstanden, dass der einen amerikanischen Akzent haben sollte. Das klang einfach nur komisch. Ja, es klang, wie gesagt, ich glaube, dass es ein amerikanischer Akzent sein soll. Also ich fand es sehr hart. So. Total. Akzente. Ich konnte die Männer da, die ganzen Fishermen viel besser verstehen als ja, die anderen. Ja, mit britischen Akzenten habe ich zumeist weniger Probleme. Ja, und die Mitglieder der Band, die werden halt porträtiert in dieser liebenswert Stereotypenart, so das Salz der Erde und die alten Seemänner, bla bla bla. Weil allgemein mag ich auch Sea Shanties sehr gerne als Musikrichtung, und wie sie das hier singen, das klingt immer alles sehr, sehr schön und die Songs werden schön eingebaut. Das Ding ist halt nur der fehlende Charakter von den meisten. Größtenteils ist es halt auch einfach sehr klischeehaft, und zu einem der schlimmsten Klischees in diesem Film komme ich dann gleich noch. Aber ansonsten finde ich halt, dass keiner der Schauspieler hier einen schlechten Job gemacht hat. Ich fand die eigentlich alle ganz gut gespielt hier. Aber im Grunde ist es halt auch eine Liebesgeschichte, oder? Also habe ich so im Ja, eine fabrizierte Liebesgeschichte. Ja, und zwar sehr klischeehaft. Ja, total. Mhm. Aber da fand ich auch, die haben dann trotzdem einen guten Job draus gemacht. Aber es ist sehr, sehr Klischee. Zuerst hassen sie sich und dann kommen sie sich näher, bla bla bla. Sie hat eine Tochter aus alter Beziehung und so weiter. Aber ich fand, das war halt alles so ein bisschen halbherzig rübergebracht. Aber ich fand, die Schauspieler haben es ganz okay geregelt. Ja, und der, das ist mir aufgefallen vorhin, als wir die Schauspieler durchgegangen sind, der Jim, also der praktisch so der Lead war bei dem Fisherman's Friend, der ist ja von James Purefoy gespielt. Und das ist der,
dieser Methusalem, also aus der TV-Serie, ich glaube Netflix-Serie Altered Carbon, der den Auftraggeber für den Protagonisten spielt. Also wer das schon gesehen hat, weiß dann vielleicht, wen ich meine. Der hat eine große Rolle gehabt. Daniel Mays, die Hauptfigur, der hat auch, der ist ein relativ bekannter britischer Charakterdarsteller. Zuletzt habt ihr ihn vielleicht gesehen in Good Omens. Dort spielt er quasi den falschen Vater des Antichristen. Das habe ich noch nicht geguckt, okay. Mhm. Ja, sollen wir mal zum Ende kommen lassen? Was meinst du als Moderator? Oder etwas aus dem Herzen? Mir liegt noch etwas auf dem Herzen. Und das ist der Lasst uns den Pub retten, Subplot, der nicht das Geringste in diesem Film verloren hat. Nämlich, wo ich mir dachte, an einem bestimmten Punkt dachte ich, oh, okay, jetzt haben wir hier bald den Höhepunkt oder wie auch immer und jetzt haben wir bald das Ende. Und dann habe ich gemerkt, oh, der Film geht noch knapp 25 Minuten. Oh nein. Und dann ist mir auf, und dann halt nämlich, das wird verhältnismäßig, weiß nicht, das wird so 30 Minuten oder 45 Minuten nach Beginn vorgestellt mit dem Pub, der struggled. Und ich denke mir, nein, nein. Und dann ist es wirklich diese komplette Klischee-Story schon wieder. Und ich denke mir, dieser Film braucht das nicht. Wenn ihr das komplett rausschneidet, dann habt ihr den 90-Minuten-Film und alles ist wunderbar. Wirklich, das ist so furchtbar überflüssig. Und das ist auch einfach dann so halbherzig. Diese wichtigen Ereignisse, die mit bestimmten Dingen zu tun haben, finden offscreen statt. Plötzlich kommt er und sagt, ich habe gekündigt. Plötzlich kommt er und sagt, ich habe dies und das gemacht. Und das ist immer alles, ohne dass wir es sehen. Und dann auch dieser Logikfehler von wegen, oh, du hast nur Empfang unten am Kai mit dem Handy. Und dann zeigen sie das ab und zu, was ganz lustig ist. Aber dann hat er plötzlich auch Empfang, während sie da an der Küste entlang spazieren. Halt einfach, wenn das Drehbuch es braucht, dann ändern wir das. Aber halt das mit rettet den Pub, so Plot, das hat mir wirklich sauer aufgestoßen. Das wäre ja das hätte wirklich nicht sein können. Ich fand es ganz passend, weil es ja dieses Thema von wegen Land, also das jetzt klischeemäßig, ist nicht, dass ich da so unbedingt mitgehe in den Punkten, aber so die Landbevölkerung, die in der unberührten Natur lebt und halt mit dem ganzen Drumherum und Stadtentwicklung und Gentrifizierung nichts zu tun hat und dann ist sie halt auch betroffen von irgendwelchen Leuten, die das aufkaufen. Also das, und die repräsentieren das ja in ihrer natürlichen Seemannsart, so dieses Landleben und unberührte Natur und bla. Und dann kommt halt so ein Stadtproblem quasi oder darüber geschwappt und sollte ja so ein bisschen diese Gegensätzlichkeiten der Welten, also vom Produzenten und diesen natürlichen Holzfällermännern oder Seemännern da zeigen. Ich bin Holzfäller und mir geht's gut. Mit Karohemden, nein, Cappies in dem Fall. Ja, also so halt diese Stimmung und wie die Weltbilder da aufeinandertreffen und so ein bisschen die Bedrohung von außen oder warum sie ihm dann eben vertrauen oder nicht vertrauen, weil er halt auch präsentiert, also dafür steht irgendwie als Stadtmensch. Naja, ob man das jetzt gebraucht hätte, weiß ich nicht, aber ich finde, von der Thematik hat es jetzt schon reingepasst, um so eine Stimmung da auszubreiten. Aber ja, natürlich hätte der Film auch mit 90 Minuten funktioniert. Ja, das war mein größtes Problem. Ja, Eva, ich finde das auch, das passt da schon zu, aber es war irgendwie so drangehängt. Also meines Erachtens hätte das auch wegfallen können. Ich hätte dann lieber mehr von diesen Gänsehautmomenten gehabt, also im Studio zum Beispiel, als sie aufgenommen haben oder einfach die kornische Nationalhymne gesungen haben. Ja, ja. Das war geil, oder? Und oder Queen hätten sie irgendwie auch darstellen. Ja, genau. Als sie im Pub waren und solche Sachen, ne? Wenn da mehr gewesen wäre, das hätte. Genau, ja, die Szene, wenn sie im Londoner Pub sind und dann alle anfangen zu singen. Ich fand, das war auch eine sehr gute Szene. Wobei er ja dann, gut, ich will es gar nicht so viel spoilern, aber diese Pub-Rettung hat ja dann irgendwie auch nochmal einen Zweck innerhalb der Mitmenschlichkeit. Aber mehr will ich nicht. Ja, ja schon, aber das ahnt man ja schon am Anfang des Films, oder? Ja. Oder? Ja, es ist einfach, weiß nicht, wie gesagt, ich fand es einfach nur halt, es ist ein sehr, sehr klischeemäßiger Film, es ist eine Story, die man schon ganz oft gesehen hat, es muss halt aber auch nicht zwangsläufig was Schlechtes sein. Wir sehen andauernd Variationen der immer gleichen Stories in bestimmten Genres. In diesem Fall war es halt nicht unbedingt etwas, wo ich es komme, ab und zu hat mich dieser Charme schon erwischt, den der Film verbreiten wollte, und dann manchmal wiederum nicht, und das wirkte mir dann doch sehr weit hergeholt und einfach nicht leidenschaftlich genug durchgezogen mit irgendwelchen netten neuen Twists. Aber halt, ich finde, der Film für ein bestimmtes Publikum, welches sich zurücklehnen und einen Film ohne große Überraschung jetzt sehen will, sondern sich einfach nur auf diese gemütliche Formel
einlassen möchte. Also für die kann dieser Film vorbehaltlos empfohlen werden, denke ich mal. Ich finde auch, dass die Kritikpunkte jetzt nicht auf den ganzen Film sich beziehen, sondern auf einzelne Sequenzen, die dann halt nicht so funktioniert haben oder eben so Längen. Aber so, wenn die Geschichte voranschritt und so das Einzel-, also andere Szenen fand ich dann wieder sehr gut und ja, doch. Ja, also in Großbritannien ist er relativ beliebt in, schon der Film. Der ist ja vor einer Weile da schon angelaufen und da ist da dieses besondere Publikum, der findet da wohl großen Anklang. Heimatfilm. Ja, ich glaube, viel mehr wollte der Film aber auch gar nicht sein. Also als nette Unterhaltung, ja, also ist jetzt kein kreativer Untergrund, sonst was. Film. Nein. Ja. Funktioniert garantiert auch sehr gut als, als quasi Touristenvideo für Port Isaac. Also garantiert gibt es da einige Hotelbuchungen und so. Und das ist natürlich schön für den Ort. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon gedacht. Ich habe nämlich Verwandte da in der Nähe. Sieht sehr hübsch aus auf jeden Fall alles. Und ich würde da auch gerne mal hinfahren. Also für Reisebüros so als Werbevideo ist zu empfehlen. Ja, definitiv. Sieht ein bisschen aus wie das Dorf, in dem Aquaman wohnt. Ist euch das aufgefallen? War das vielleicht derselbe Drehort sogar? Ich habe Aquaman nicht gesehen. Ich bin auch okay, nicht okay. Meine Welt. Ja, meine aber schon, aber ich habe es noch nicht gesehen. Es hat aber, wenn du hier Aquaman anguckt, das Dorf, wo sie hingehen, dann im Pub zum Trinken, ja, mit seinem Vater, das sieht ganz ähnlich aus. Könnte sogar sein, dass das derselbe Drehort ist, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, diese Szenen kommen, also diese Landschaft kommt einfach immer gut an, dieses Film. Oh ja. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Okay. Ja, soweit, so gut. Also, wollt ihr noch etwas Bestimmtes sagen über den Film oder dann haben wir es eigentlich durch, ne? Nein, ich habe alles. Nö, ich habe auch alles. Gut, wunderbar. Dann war es das mit unserer kleinen, na, vergleichsweise kleinen, aber hoffentlich auch feinen Kritik. Ihr wisst jetzt, was euch erwartet, aber das wusstet ihr wahrscheinlich auch schon, wenn ihr den Trailer gesehen habt. Also, wir waren euch da vielleicht keine große Hilfe, aber vielleicht fandet ihr es ja trotzdem unterhaltsam. Wollt ihr noch irgendwas placken? Wo kann man euch finden online? Ich, mich nicht. Ich bin, nein, ich habe keinen Blog oder irgendwas, also ich muss jetzt nichts sagen. Alles klar. Ich bin eine der drei Frauen vom Comic Clutch, drei Frauen in Comics. Und sonst bin ich zu finden unter Booknapping und habe auch einen Blog für Fantastic Comics und so weiter. Perfekt, wunderbar, checkt das unbedingt aus. Mich findet ihr auf Facebook und Twitter, @LasseVogt. Mein eigener Podcast heißt Fans About Films, zu finden auf Soundcloud und iTunes. Mit Lyle Perez betreibe ich It's a 90s Christmas Podcast, zu finden auf iTunes und Podomatic.com. Ich schreibe deutschsprachige Soundtrack-Kritiken für scoregeek.wordpress.com und bin hier natürlich auch ganz viel beim Telestammtisch tätig. Guckt unbedingt weitere Reviews von uns, empfehlt uns weiter, das wäre super, super nett. Wir gehen mal die nächste Folge oder falls wir die letzten sind, sagen wir euch tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hi zusammen, hier ist wieder der Andi. Ihr kennt mich vielleicht bereits aus Filmbesprechungen zu Filmen wie Hellboy, Shazam oder Friedhof der Kuscheltiere. Heute bespreche ich aber einen Film für euch. Einer dieser Filme, einer der Gründe, warum ich den Telestammtisch so gerne mag. Denn ich hätte mir diesen Film unter anderen Umständen nie angeschaut. Es handelt sich nämlich um eine romantische Komödie, eine Romanze aus Indien. Yep, da denkt ihr wahrscheinlich genau wie ich an bunte Kleider, Tanzen und Singen, genau Bollywood. Bollywood, dieser Begriff steht ja für eine Reihe an indischen Unterhaltungsfilmen, die eben hauptsächlich kommerziell sind und wo eben dann getanzt und gesungen wird und so weiter. Der Film, den ich heute für euch bespreche, namens Photograph, ist jedoch von einem Regisseur namens Ritesh Batra. Und dieser Regisseur gehört eigentlich einer Filmströmung aus Indien an, namens Parallel Cinema. Und diese Filmströmung ist eigentlich als Gegenentwurf zu diesen verkitschten, kommerziellen Filmen eben Bollywood entstanden. Und es handelt sich dabei eher so um kleinere Indie-Produktionen, Nischenfilme und so weiter. Doch dieser Ritesh Batra hat es mit seinem Vorgängerfilm The Lunchbox schon geschafft, eben mit diesen Nischen-Indie-Filmen doch kommerziell erfolgreich zu sein. Unser neuer Film, Photograph, kommt eben am 11. Juli 2019 in die deutschen Kinos. Ich denke mal, in kleinen Arthouse- oder Programmkinos werdet ihr den dann sehen können. Er dauert 1 Stunde 49 Minuten, ist ab 0 Jahren freigegeben und es spielen mit
Nawazuddin Siddiqui, der ebenfalls in The Lunchbox schon mitgespielt hat. Außerdem Sanya Malhotra und Farooq Jafar. Das sind so die drei wichtigsten Charaktere. Denn die Geschichte dreht sich hauptsächlich um Rafi, gespielt von Nawazuddin Siddiqui, der um die 40 ist und in Mumbai sich als Touri-Fotograf vor dem Gate of India seinen Lebensunterhalt verdient. Er kommt aus armen Verhältnissen, sorgt dort für sich und seine Großmutter, die abseits von Mumbai in einem Dorf wohnt. Und diese Großmutter wird eben gespielt von Farooq Jafar. Und Rafi trifft eines Tages auf die von Sanya Malhotra gespielte Miloni, eine, ich denke mal, 20-jährige Studentin aus besseren Verhältnissen. Ja, und so kreuzen sich diese Wege dieser zwei aus völlig verschiedenen Schichten kommenden Personen. Rafi wird seit langer Zeit von seiner Großmutter zur Hochzeit gedrängt und sie geht sogar so weit, dass sie irgendwann ihre Medikamente nicht mehr nimmt, bevor er nicht irgendwie endlich mal in die Puschen kommt und sich eine schöne Frau aussucht, die er eben heiraten kann. Und so schickt ihr dann eines Tages aus Verzweiflung eben dieses Foto, was er von Miloni geschossen hat und lügt sie sozusagen an und sagt, ja, das ist seine zukünftige Ehefrau. Doch die Großmutter sagt, sie will sie kennenlernen, kommt nach Mumbai und so muss Rafi eben Miloni fragen, die sie eigentlich überhaupt nicht kennen, aber er macht sie dann ausfindig und fragt sie, hey, kannst du nicht einfach so tun, als wärst du meine Verlobte und das alles so ein bisschen faken, dass die Großmutter glücklich ist und ja, alle glücklich sind. Sie willigt ein und so ja, faken sie dann eben dieses Date und die Großmutter ist eben in Mumbai zu Besuch und dabei bleibt es nicht, sie treffen sich noch öfter. Miloni bekommt auch immer irgendwie Familienerbstücke geschenkt und so weiter und deswegen treffen sich die beiden dann doch noch öfter als anfangs geplant und es entwickelt sich dann doch mehr als geplant. Das klingt jetzt erstmal furchtbar kitschig, aber ist es nicht. Denn der Regisseur Ritesh Batra schafft es einfach, Kitsch und Klischees zu vermeiden. Und es ist einfach eine total menschliche, schöne Geschichte über diese zwei total unterschiedlichen Personen, die irgendwie nach und nach auftauen. Denn sowohl Rafi als auch Miloni wirken anfangs des Films ziemlich unglücklich irgendwie. Also sie lächeln selten und die eine lernt eben für ihr Studium, der andere versucht über die Runden zu kommen mit seinem relativ unspektakulären Job und man sieht den beiden richtig an, wie sie sich dann auf ihre Treffen immer mehr freuen und wie sie einfach auftauen. Also das wirklich das kleinste Lächeln ist wirklich ein Zeichen dafür, dass sie irgendwie ein bisschen mehr Freude am Leben haben. Und das wird eben alles durch die Gesichter und durch die Körpersprache, keine Ahnung, erzählt und nicht durch irgendwelche pathetischen Dialoge. Es wird oft wenig gesprochen. Ich habe den Film übrigens in der Hindi-Originalsprache gesehen mit Untertiteln, war aber kein Problem, denn wie gesagt, es wird wenig über kitschige Dialoge erzählt, sondern wirklich durch diese, ich fand, total guten Schauspieler. Außerdem kann man auf jeden Fall noch die Interaktion von Rafi mit seinen Fotografenkollegen erwähnen, die wirklich auch total nett sind und irgendwie auch für viele Lacher sorgen. Und vor allem hier die Großmutter von Farooq Jafar gespielt, ist wirklich einfach total lustig, so eine kauzige alte Inderin, die einfach ihren Enkelsohn auf die Palme bringt, wo sie nur kann. Und was neben den ganzen menschlichen Charakteren irgendwie auf jeden Fall noch erwähnenswert ist, finde ich, ist das Setting. Also Mumbai wird da wirklich einfach total schön in Szene gesetzt, wie sie da über die Märkte schlendern, irgendwie am Straßenimbiss sich noch einen Mitternachtssnack holen und so weiter. Also ich war noch nie da, aber ich hatte nach dem Film auf jeden Fall Bock hinzufahren, weil dieses pulsierende Leben auf den Straßen, teilweise, ja, wie gesagt, voll mit Leben, teilweise aber auch sehr ruhig, was dann auch zu dem Film wieder gepasst hat, fand ich sehr schön. Ja, und so kann man den ganzen Film eigentlich super zusammenfassen, also ist sehr unaufgeregt, sehr ruhig, sehr menschlich, voller Schönheit, sag ich mal. Aber er vermeidet auf jeden Fall ja, Kitsch und Klischees. Also was man vielleicht auch als Kritikpunkt sehen könnte, er vermeidet sogar gegen Ende eine große Auflösung oder ein großes Happy End. Also der hört sehr abrupt auf. Er ist, wie gesagt, sehr ruhig und deswegen denke ich, dass manche Zuschauer das auch als langweilig auslegen könnten. Aber
Man muss sich da einfach drauf einlassen und man darf keine großen Gefühle erwarten oder keine großartige Romanze. Aber das hat mir eben gerade ganz gut gefallen, dass es einfach so diesen zwei Characters folgt und man da so ein bisschen an ihrem Leben teilhat, ein wenig mit ihnen lachen kann und eben einen schönen Einblick in die Straßen von Mumbai hat. Wer also Lust auf einen unaufgeregten, netten, schönen Film hat und Lust auf Indien hat, der sollte sich den Film auf jeden Fall reinziehen. Ich gebe ihm mal 4 von 5 Punkten. Mir hat er sehr gut gefallen. Wie anfangs schon gesagt, es ist eigentlich überhaupt nicht mein Genre und ich bin da alles andere als ein Spezialist in dem Metier. Aber ich fand es einen schönen Abstecher mal in ein anderes Genre und nach Mumbai. Hab viel Spaß und wir hören uns bald wieder. Ciao. Wer nimmt den Hund? Oh, mi Signore, 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 wer nimmt den Hund? Oh, mi Signore. Möchtest du anfangen mit den Grundfakten? Ja, also erstmal herzlich willkommen zur Filmkritik von Und wer nimmt den Hund? Einer deutschen Komödie aus dem Jahre 2018 gedreht. 2019 kommt sie jetzt schön ins Kino. Und ich begrüße zu meiner Seite Eva. Hallo. Hallo. Ja, Eva, wir besprechen diesen Film und er hat uns beiden sehr gut gefallen. Das dürfen wir jetzt schon vorwegnehmen, was nicht stimmt. Aber ich glaube, wir fangen nochmal von vorne an. Was denn? Noch alles top. Du hast nur das Jahr gesagt. Ich hätte dich dann korrigieren dürfen mit 8. August. Ja, also, das passt schon. Also wie man merkt, wir versuchen hier gerade ein bisschen rumzudrucksen, denn der Film war im Endeffekt nicht sehr aussagekräftig. Ja, kurz. Man findet schweren Faden bei dem Film, finde ich. Weil er war nicht schlimm, es war jetzt nicht schlimm, ihn schauen zu müssen. Ich habe schon mehr gelitten, aber ja, es war halt eine einigermaßen nette bis belanglose Unterhaltungssendung, oder? Ja. Also bevor wir jetzt die Zuhörer komplett verlieren, müssen wir vielleicht mal kurz auf die Rahmenhandlung eingehen, die in 3 Sätzen wahrscheinlich zusammengefasst werden kann. Martina Gedeck oder Gedeck? Gedeck wahrscheinlich. Gedeck klingt besser. Ja. Und Ulrich Tukur spielen ein seit 20 Jahren verheiratetes Ehepaar und die befinden sich jetzt in einer Trennungsphase und sitzen bei einer Trennungsberaterin, Psychologin und versuchen die Trennung irgendwie so vernünftig wie es geht über die Bühne zu bringen. Grund für die Trennung ist, dass Ulrich Tukur eine 30 Jahre jüngere Doktorandin sich geangelt hat und mit dieser eine Affäre begann und ja, Martina Gedeck findet das natürlich nicht so toll und ja, deswegen kam es zur Trennung. Beziehungsweise sie haben sich eigentlich mehr oder weniger so geeinigt, dass es beiden eh egal ist und es passt schon. Oder es gibt ja so eine Szene im Film, wo er sich wundert, dass sie überhaupt nicht emotional reagiert und dann sagt sie nur, ja, was soll ich denn dazu sagen? Und dann ja, so gut, quasi okay. Im gegenseitigen Einvernehmen, mehr oder weniger erstmal tun sie so cool und dann wird es doch etwas dramatischer und emotionaler, als man am Anfang glauben würde. Ja, man muss sagen, dass die Erzählstruktur eigentlich so ist, man befindet sich bei dieser Trennungsberaterin eigentlich immer in der Gegenwart und sie erzählen dann in Rückblenden, wie es zur Trennung kam, oder? Mhm, genau. Ja.
Und deswegen ist es vielleicht von der Zeitschiene her jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt gewesen. Ja, und wer sich viel davon erhofft, dass er da Hunde sieht, also der Hund kommt ziemlich selten vor oder sehr wenig, nur einmal oder zweimal. Einmal sieht man ihn kurz und dann stirbt er auch schon, weil das ist ein krasser Spoiler. Das war, also es gibt... Man kann es halt rausschneiden. Ja. Auf jeden Fall sieht man den Hund nicht oft. Was jetzt, also der Name ist vielleicht erstmal nur so ein Catcher. Ja, der soll wahrscheinlich auch nur auf diese ganze Scheidungsthematik hinweisen. Hey Zuschauer, das ist ein Film, in dem geht es um eine Scheidung und es wird ziemlich locker mit dieser Scheidung umgegangen. Nee, also zur Handlung noch, Martina Gedeck bekommt dann auch einen, wie wir so schön sagen, Gspusi an die Seite, verliebt sich auch in einen, was ist das, ein Kulturschaffender? Keine Ahnung. Ja, ein gebildeter Mann, der sehr vieles verspricht oder vielversprechend ist, mehr oder weniger. Und also sie blüht ziemlich auf und will sich selbstständig machen und ihr geht es nach dem ersten Schock dann eigentlich ziemlich schnell, relativ gut. Und dann wendet sich's doch wieder, aber das wollen wir jetzt vielleicht nicht so viel verraten, sondern vielleicht gleich schon zur dazu kommen, wie, zur Bewertung, wie wir ihn sonst fanden. Weil ich glaube, inhaltlich haben wir jetzt mehr oder weniger genug gesagt. Außer, dass halt ziemlich in der Oberfläche bleibt und auch bei dieser Paartherapeutin die Gespräche wanken ziemlich und es ist kein gerader Faden, wo man jetzt sehr in die Tiefe geht oder so. Es ist halt, die sticheln sich halt und es ist, gibt ein paar Gags, wo man je nach Humor mal lachen kann oder auch nicht. Hm. Und sonst, ja. Er ist halt sehr belanglos. Also es ist, das ist jetzt schon die sanfte Überleitung in die Bewertung, ein Film, der, wie du schon zu Beginn sagtest, niemandem wehtut und auch wahrscheinlich niemandem länger als nötig im Gedächtnis bleiben wird. Also wir haben ihn vor 2 Wochen gesehen und tun uns jetzt wirklich schwer, dass wir da irgendwelche Highlights rauspicken. Ja, kommen wir zur Bewertung der einzelnen Elemente. Also er sah, also für mich, was jetzt das Aussehen angeht, ich weiß nicht, wieso dieser Film ins Kino kommt, denn er sieht echt aus wie ein ARD-Fernsehfilm. Er hat nichts Kinoartiges an sich, keine besonders kinohaften Bilder. Ja, spielt auch sehr mit Klischees, also es ist alles sehr so, die jüngere Frau und die Kinder sind so komische Klischee-Charaktere, die auch nicht sehr vielfältig sind, relativ flache Charaktere, oder? Würde ich jetzt sagen. Und bitte. Ja, und so ein paar Schienen, die Tiefsinniges rüberbringen sollen, sind aber jetzt auch nicht so krass zu deuten. Ging mir zumindest so. Also ich glaube, ich komme gleich mal zur Bewertung, wenn du mich vorfasst. Nee. Ich würde es 2,5 bis 3 hätte ich jetzt gewankt. Aber ja, 2,5 ist, glaube ich, schon, ist kein Desaster, aber es ist okay. Mehr aber auch nicht. Genau, also 2,5 Punkte von mir. Okay, wenn ich jetzt als ich bewerte, kriegt er von mir 2 Punkte. Denn ich fand ihn weder witzig noch irgendwie anders ansprechend. Ich habe mir eigentlich die ganze Zeit nur gedacht, wann hört der Film endlich auf? wenn ich den aber jetzt aus den Augen eines normal deutschen 50-jährigen Ehepärchens, die abends auf dem Sofa mal einen netten Film anschauen wollen. Sollen die sich jetzt angegriffen fühlen? Die sollen sich nicht angegriffen fühlen. Ich meine, wir wissen ja, die kommen nach einem harten Arbeitstag heim und wollen nichts anderes als auf der Couch sitzen und sich mal berieseln lassen. Dann ist der Film natürlich passend, denn da passiert nichts, was irgendjemandem wehtut. Dafür kriegt er für, also im Genre seichte Unterhaltung aus Deutschland, bekommt er sicherlich eine 3 bis 3,5. Also er ist auf jeden Fall viel besser als Kein Ohrhasen oder sowas. Ja. Also er ist schon für einen deutschen Film, möchte ich sagen. Ja, dann greifen wir doch jetzt mal gleich mal Til Schweiger auch direkt an und sagen, bevor ihr euch Kein Ohrhasen anschaut. Dann lieber den. Dann lieber den, ja. Auf jeden Fall. Und wenn ihr auch sonst vielleicht erst 30 seid und einen stressigen Arbeitstag hinter euch habt, könnte der auch funktionieren. Ansonsten vielleicht doch lieber was anderes. Ja.
Gut, dann würde ich mich auch schon verabschieden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Winke, am Telestammtisch. Tschüss. Bye, bye.